Höhen und Tiefen in einem Fußballerleben haben wir hier schon gehört. Ich glaube, Höhen und Tiefen hatten Sie am vergangenen Wochenende in Ihrem Debüt beim FSV Frankfurt, denn es ging damit los, dass Sie erstmal unglücklicher Verursacher eines Elfmeters waren. Wir schauen uns die Szene nochmal an, Hanno Balic. Und ja, vor dem Strafraum oder nicht, viele sagen, es war davor. Wie sehen Sie es mittlerweile? Ja, es ist schwierig zu sehen. Ich glaube, da kann man jetzt die digitale Linie ziehen, um dann zu sagen, es war einer, es war keiner. Für den Schiedsrichter natürlich auch schwer zu entscheiden, weil der Timo Gebhardt da mit viel Geschwindigkeit kommt und dann noch weit in den Strafraum reinfällt. Ich habe da natürlich auch intuitiv die Lücke zumachen wollen und ihn dann auch gefoult. Ein Foulspiel war es, keine Frage, aber Schiedsrichter hat auch keine gelbe Karte gezeigt, was auch immer so ein kleines Anzeichen dafür ist, dass er sich vielleicht auch nicht ganz sicher war. Und im Endeffekt egal, weil Patrick Klante natürlich super gehalten hat. Ja, das haben Sie auch gesagt. Patrick Klante ist sowieso derjenige, der am besten die Elfer hält. Das hat er ja auch schon im DFB-Pokal gegen Ingolstadt gezeigt. Sind Sie trotzdem nochmal speziell zu ihm hingegangen und abends ein Bier an der Bar oder wie war das? Es hat sich leider nicht ergeben. Ich konnte die Rückfahrt nicht mit antreten aufgrund der Dopingprobe. Und dann mussten wir das mit dem Bier verschieben. Aber wir haben jetzt in Kürze einen Mannschaftsabend und da darf er gerne einen auf mich trinken. Da wird die Runde dann schon noch kommen. Denn Sie sind dann ja zum Matchwinner geworden, was Sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten. Aber in der 29. Minute gab es dann eben Ihren Treffer. Und wir hatten, weil wir auch wussten, dass Sie hier ins Studio kommen, da eine Kamera speziell auf Sie ausgerichtet. Sie lauern da, Sie gehen da so rein wie der Fuchs und der Luchs. Und zack. Ist aber für Sie schon auch was Besonderes, sag mal sagen. Der letzte Treffer in der Bundesliga, der ist ziemlich genau 2 Jahre her, ne? Ja, das habe ich auch nachher gesagt, weil mich viel auf den Jubel angesprochen haben. Es ist keine alltägliche Geschichte, dass ich treffe. Und deswegen habe ich mich dementsprechend dann auch gefreut. War natürlich auch ein wichtiges Tor, in einem schwierigen Spiel für uns in Führung zu gehen. Und dann kann man sich darüber freuen, denke ich. Mhm. Und das ist Ihnen, glaube ich, auch nicht so wirklich übel genommen worden, obwohl Sie gegen Ihren Ex-Verein getroffen haben. Oder gab es da irgendwie negative Stimmen? Nein, um Gottes Willen. Ich spiele jetzt bei einem anderen Verein und da erwartet man natürlich genauso, dass ich mich da genauso reinhänge, wie ich das auch bei meinem alten Verein gemacht habe. Ich glaube, so hat man mich in Nürnberg auch kennengelernt. Mhm. Und nichts anderes haben sie von mir jetzt auch als Gegner erwartet. Und dann dürfen sie sich ja nicht beschweren, wenn es dann andersrum läuft.